Weiter geht es im Bunker von Projekt Zero Dawn in einem kleinen Puzzle. Aber wie dieses Puzzle geht, wissen wir ja schon. Wir gucken uns erstmal dieses Ding hier an. Sicherheitsverschlüsselungsding, holographisch. Naja, komm, noch einfacher geht's ja nicht. Einmal da lang. Der bleibt so. Der geht dann da lang. So. Der hier, war der hier unten? Der war unten. Dann geht der runter. Und der hier nochmal nach. Rechts. Das war doch so richtig, oder nicht? Rechts, oben. Oh, der ist falsch. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. So. Jetzt ist irgendeine Tür offen. Hatten wir dieses Holopad hier schon? Das kommt mir irgendwie unbekannt vor. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Die scheint wohl richtig glücklich zu sein. Ist hier irgendwas? Nee. Sah nur so aus, als ob. Ja, irgendeine Tür ist offen, aber nicht die Tür, die wir brauchen, denn wir müssen die dort oben öffnen. Das ist die, hier, genau, die Tür müssen wir geöffnet haben, die Tür ist aber nicht offen. Hier unten ist noch mehr, irgendwo ist ein Teil, welches wir noch nicht gefunden haben und das wird sich wahrscheinlich hier wiederfinden. Öffnen wir mal die Tür, gucken, was dahinter ist. Und wir bekommen sehr, sehr viele Data-Logs. Was ich tatsächlich gar nicht so schlecht finde. Das gibt uns einen Einblick in diese relativ düstere Welt. Was haben wir denn da für einen? Feuerschirm. Achso, das ist nur eine Waffe. So, hier oben ist irgendwas. Okay. Ah, da haben wir das fehlende Teil. Liegt hier sonst noch irgendwas? Nö. Da ist dieser Ermittler, den brauchen wir. Sieht intakt aus. Und... Ah, sehr schön. Es gibt sogar hier so eine richtige geile Abkürzung. Höp. So, das Ding kommt hier rein. Das sollte gehen. Und schon funktioniert wieder alles. So, wie soll das aussehen? Oben, links, unten, rechts, oben. Oben, links, unten, rechts, oben. Oben? Hab ich schon wieder irgendwas hier? Nee, diesmal sieht's richtig aus. Oben, links, unten, rechts, oben. Ach, toll. Das Ding ist falsch rum. Wir müssen also unten dann einfach mal alles hier auf umgedreht. Moment, unten. Der muss nach links. So, der muss nach oben. Das Display ist im Eimer oder so. Der muss nach oben. Der nächste muss nach rechts zeigen. Das ist aber korrekt. Und der muss jetzt nach unten zeigen. Das war's. Ha. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Hier hinter ist noch irgendwas. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Ach, schickt ihn ins Lager, so, das war das Teil, was wir hier gerade hatten. Parker, Ende. Jetzt ergibt dieses Ding auch Sinn, aber... Dadurch, dass dieses Pharaoh-Symbol schon auf dem Kopf stand, war mir irgendwie klar, dass das Forum sein muss. Okay, nächste Tür. Oh.
Eclipse, sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Okay. Schauen wir mal. Ach, das sind gar nicht so viele. Nee, nee, du hast nichts gesehen. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, nicht dass der rechts mir... Nee. Au! What the... Auf was für perverse Ideen kommt ihr, Leute? Hier unten mit Feuer rumzuspielen. Sag mal, geht's noch? Nicht eine andere. Oh, da ist er. Höp, mal eben kurz was schnabulieren. Hallo. Okay, der ist jetzt ein bisschen ratlos, würde ich sagen. Zip. Und erwischt. So, her mit deinen... Moment, da war doch noch einer. Oh, ja, einer. Einer ist gut. Moment. Nee. So, ein bisschen den Kopf suchen. Da war einer. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen abwarten und Tee trinken. Was? Echt? Nee, gar nicht wahr. Hat der echt einen Taser mit sich geführt? Ich war der Meinung, ich habe da gerade einen Taser gehört. Das ist richtig. Ich habe nämlich noch gar nicht angefangen. Da oben. Na komm, dich sehe ich doch. Zup. Scherben sind immer gut. Und da drüben war noch einer. Na komm. Ja. Puh. Hab dich. Das war der letzte. Oder auch nicht. Das ist schlecht. Oh weia. Die haben dicke Wumme. Nee. Wo? Da. Okay, hier stehe ich definitiv nicht so geil. Vor allem, wenn die hier so mit ihren MGs antanzen. Das ist nicht so cool. Hep. Er nicht? Nee, er sieht mich nicht, das ist gut. Hep. So. Nee, ich erzittere von niemandem, vor allem nicht vor euch. Die Luft ist rein. Im Moment jedenfalls. Hoffentlich. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht so aus, als ob wir hier jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben. Minimal. Mal ein bisschen Pflänzchen futtern. Wobei ich echt sagen muss, ich bin natürlich auch super gut, weil ich natürlich auch nicht nur Pflänzchen, sondern dann auch ich etwas anderes ablegen. Heiltränke schlucken könnte. Aber hier liegen zum Glück noch ein paar Pflanzen rum.
Und dadurch, dass hier noch Pflanzen rumliegen, kriege ich zumindest ein ganz, also einen Teil vom Spaß wieder. So, aber ich würde ganz gerne mich trotzdem, bevor ich nach dem Büro gucke, Bunkertür. Oh, die Bunkertür. Würde ich natürlich schon ganz gerne erstmal gucken, ob hier noch ein paar Pads oder so rumliegen, die wir analysieren können. So, schauen wir doch nochmal. Da muss ich hoch. Und hier ist irgendwie... Ist hier irgendwas? Zugang wegen Strukturversagen nicht möglich. Okay. Zugang wegen Strukturversagen nicht möglich. Das klingt sehr, sehr wichtig. Von da sind wir gekommen, ne? Ja, von da sind wir gekommen. Und hier drüben war auch noch eine Tür. Lass mich raten. Wegen Strukturversagen nicht möglich? Ne, hier ist gar keine Tür. Das sieht aber so aus, als ob. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia Zalos Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Kodiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen, aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschine war nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig, bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Okay, ich würde fast sagen, da gab es einen gewissen Selbstschutz hinter. Wir haben aber noch eine Datei bekommen. Ein Datenpunkt. Die Frage, wo der gelandet ist. Volle Kraft voraus. Von Elizabeth Sobeck. Das klingt doch gut. Margot, wenn ich deine Bilanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht als Hephaestus Alpha ausgewählt. Du musst aufhören, dir über dein Alter und deinen Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist. Hab Vertrauen in dich selbst. Du weißt, was du tust. Ein typisches Beispiel, dein letzter Entwurf für den Plan, Bootstrap-Silos zur Lagerung von Rohmaterialien zu bauen, ist hervorragend. Das ergibt zusammen mit deinem Entwurf für den additiven Fertigungsanlagenkern und dem Plan zur Standortauswahl ein umfassendes Vorhaben. Es ist an der Zeit, mit dem Bau zu beginnen. Eins noch, sprich mit Ayomide Okilo, bevor du Silo-Inventare fertigstellst. Hephaestus' erste Aufgabe wird sein, die Roboter herzustellen, die für Minerva die Wellenform Übertragungstürme zur Übermittlung der Deaktivierungscodes bauen. Im Inventarplan sollten also alle exotischen Materialien enthalten sein, die für diese Türme gebraucht werden. Elizabeth. Okay. Es ist echt ein Mammutprojekt.
Sowas habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Okay. Ja, das wäre nämlich meine nächste Sache. Die Brutstätten selber sind eigentlich zum Terraforming gedacht. Dass wir hier jetzt so einen krassen Move machen oder dass die jetzt auf uns losgehen, das muss sicherlich menschliches Verschulden sein oder so. Da gehe ich mal stark von aus. Was haben wir hier? Simulationsergebnisse. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend, ihre Bots müssen schließlich mit einer rauen Natur klarkommen. Aber ich glaube ebenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional, sie wirken fast wie Würdigung. Als ob sie ihren Verlust bereits betrauert. Und nicht nur wie eine Würdige der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossiler Kreaturen. In einigen ihrer Entwürfe finden sich Hinweise auf Megafauna. Wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt, Hephaestus wird sie es bauen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre in ein oder zwei Jahrhunderten noch hier, um zu sehen, was sie erschafft. Ja. Ich wäre schön, wenn ihr uns dabei helfen könntet, diese Viecher loszuwerden. Aber okay, ich will ja nicht meckern, wir sind ja schon weit gekommen. Gucken wir mal weiter. Da drüben geht's in die nächste Ebene. Und wir brauchen, wir müssen jetzt zu Sobeks Büro. Ich bin mal gespannt, was da auf uns warten wird. Eine Bunkertür. Die Bunkertür haben wir ja schon gesehen. Da sind wir sogar einfach schnurstracks dran vorbeigelaufen. Aber da haben wir noch irgendwas. Da kommen wir aber so nicht dran. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier einen anderen Weg gehen können. Was haben wir hier? Ach, ein Kultisten-Scharfschützen. Jo. Der Typ war halt eben der Meinung, uns im Weg stehen zu müssen. Kommen wir da jetzt dran? Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Such weiter. Da bin ich mir sehr sicher, dass es den gibt. Unser Wegfindemodul, der gelbe Pfeil, zeigt uns nämlich den Weg. Mehr Eklipse. Sei vorsichtig. Nicht gut. Oh. Mehr ist wunderbar. Das sind ganz schön viele. Mein Medizinbeutel ist voll. Ich versuche es mal ganz langsam und behutsam hier. Wobei ich glaube, dass hier gleich irgendwas unter meinen Füßen einbrechen wird. So, ruhig. Alles wird gut. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wo hier... Kann ich hier durchschießen oder so? Ich weiß es nicht. Wow. Wow. Okay, das leuchtet ganz schön hell. Ist auf jeden Fall eine mordsmäßige Anlage hier. Was auch immer das genau sein soll, was hier gebaut wird oder wurde. Aber es hat alles seinen Zweck und wie wir sehen, hat es auch sein Ziel definitiv erreicht. Wir stehen hier und Menschen sind da und die Terraforming-Roboter sind ebenfalls da und bekämpfen Menschen. Also alles, wie es sein sollte. Mehr oder weniger. Die Frage ist, was genau Hades für ein Ziel hat. So, gucken wir hier nochmal. Okay. Können hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen runter. Aha. Okay, ich merke, wir müssen an den Eclipse-Leuten auf jeden Fall entlanglaufen.
Da vorne, das sieht doch wieder aus wie so eine Tür oder irgendwie sowas. Kommen wir von da oder so? Ne, von da kommen wir bestimmt nicht. Aber vielleicht gehen wir da noch hin. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last, but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Okay, das ist mal eine sehr umfangreiche Information. Das heißt also, es muss irgendwann zwischen Zero Day und Zero Dawn was passiert sein, was dazu verhindert hat, dass die Menschen quasi ihr Wissen zurückerlangt haben. Und deswegen sind wir sozusagen in dieser Steinzeit gelandet. So, und der Gewinner ist eingekapselte DNA. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten, sogar diese Eternity-Technologie, die FAS vor knapp einem Jahr angepriesen hat. Aber jede Möglichkeit hatte schwerwiegende Nachteile. Zu schwer zum Transportieren, zu groß, um sie auf begrenztem Platz zu installieren. Zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, zu fehleranfällig nach 300 bis 400 Jahren und so weiter. Eingekapselte DNA kann problemlos mehr als 70 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Natürlich sind noch viele Einzelheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter minus 16 Grad Celsius halten. Wenn ich versichere, dass es auf eine Entscheidung keinen Einfluss hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor den mechanischen Ausrottung zu bewahren. Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch. Das Leben als Held, der die Mächte des Vergessens niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir, Samina. Okay, die ist schon ein bisschen sehr von sich überzeugt, würde ich sagen. Das sieht aber hier so aus, als ob wir hier eigentlich rein könnten. Hier könnten wir auf jeden Fall runter. Aber da drüben ist eine Tür aufgegangen. Und ich finde diese Tür
hier auch... Nee, die Tür ist nicht offen. Die sieht nur offen aus. Es gibt nur einen Weg und dieser Weg heißt Konfrontation. Da unten liegt noch was. Apollo-Update. So. Von Samina an Elisabeth. In den letzten 2 Monaten hat sich der volle Nutzen gezeigt, den wir aus der Beschaffung einer Kopie des Homer-Archivs von Far Seneth ziehen konnten. Als Ergebnis davon liegen alle wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan. Apollo hat die Zahl von 40 Millionen separaten Dateneinträgen bereits übertroffen und wächst weiter. Die Naturwissenschaftsmodule sind praktisch komplett. Die Geisteswissenschaftsmodule beinahe. Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Spracherhalt kommt allmählich zum Abschluss, etwas früher als geplant, da wir hinter unserem Ziel, 4500 Sprachen zu erhalten, zurückbleiben. Ich nehme an, das war durch den tragischen frühen Verlust von Papua-Neuguinea von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung der zugehörigen Lehrpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heuristischen Lehrplänen reden, die Tests laufen gut. Kinder und Erwachsene zeigen hohes Engagement und Vertrauen in die Akteure Aristoteles und Aspasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend, besonders wenn sie debattieren. Ich wünschte nur, einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. Friede sei mit dir, Samina. Okay. Sind auf jeden Fall ziemlich lustig drauf, die Leute. Also sie geht so euphorisch an die Sache ran. Das finde ich ja ein bisschen beeindruckend. So, jetzt wird's spannend. 1. Weiter gucken. Ich würde sagen, als allererstes schauen wir, dass wir die ausschalten, die uns irgendwie ein bisschen... zu gefährlich rüberkommen. Die mit den fetten Waffen zum Beispiel. Oder die einfach schon vorher dazwischen wandern. Ach komm. Oh, wir haben nicht mehr so viel Munition. Die wir hier brauchen. Oh, fuck. Das war schön daneben. So, noch 5. All diese Daten verloren? Das größte Geschenk unserer Vorfahren. Das größte Geschenk? Und was ist mit unserer Existenz? In Unwissenheit zu verharren ist ein Fluch, Aloy. Gerade du solltest das wissen. Das ist wahr, gerade sie sollte es wissen. Immerhin wurde sie von dem Volk, welches sie so gern hat, voll beiseite gezogen und ins Exil gepackt, noch bevor überhaupt irgendetwas. Ganz ruhig. What? Hab dich. Nice. Oh, das sind ja noch 3. Ich dachte, das wären weniger. Vielleicht noch über mir einer? Nee. Hier ist gerade eben einer irgendwie mehr oder weniger verschwunden. Der ist nur nicht sichtbar. Okay. Sehe ich die? Ne, die sehe ich nicht. Das ist blöd. Vor allem den Dude dort oben würde ich zu gerne umnatzen. Der steht mir nämlich gewaltig im Weg. So. Da ist noch einer. Sehe ich den gleich zufällig? Ne. Der ist irgendwo hinter einer Wand. Und der da ist ebenfalls hinter einer Wand. Das ist blöd. Ah, Moment. Da luchst doch gerade was. Oder auch nicht. Drei Leute sind das noch. Ah, da oben. Würde ich meinen.
Ja, definitiv. Der wandert hier entlang. Gibt es hier irgendwo eine andere Position, in der ich die Dudes irgendwie erkennen kann oder sehen kann? Nee. Aber sehen sollte er mich trotzdem nicht, wenn er da entlang wandert. Sag ich doch. Ja, wenigstens etwas. Aber der hat auch einen langen Wanderweg. Oh boy, da ist aber einer ganz schön nah dran. Und erwischt. Zwei noch. Einer da drüben. Vermutlich hinter der Wand. Und der Dude, wo bist du? Du bist da, direkt auf meiner Höhe. Ah, das ist doch perfekt hier. Hier kann ich erstmal ganz kurz... Verharren. Ich bin gar nicht hier. Und das gibt's nicht. So, einmal hier kurz ums Eck. Und der glaubt, der hat mich. Fuck, der hat mich. Das war der letzte. Oh. Waren das gerade ernsthaft zwei in einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Todbringergewehr, okay. Aber jetzt könnte ich mal ganz kurz gucken. Okay, keine großartigen Tränke oder dergleichen. Trinke ich jetzt einfach ein. So, schauen wir mal. Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Da lang muss ich. Na komm, hoch. Nee, komm, du willst mir doch nicht sagen, dass du da nicht hochklettern kannst. Geht doch. Das war jetzt schon eine leicht peinliche Nummer, Mädel. Aber gibt's hier sonst nichts? Was haben wir denn hier? Das sind nur diese Kultisten-Typis. Dann wandern wir natürlich hier entlang. Und schauen mal. Ah, noch ein Holocaust. Hallo. Bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja. Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein, gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades. Das Feld zu überlassen, damit er das macht, was sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann... Und nur dann überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen. In der Leere.
Okay. Wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferro-Titan gelandet, der von den Eclipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Okay. Es ist Hades. Ein Unterprogramm. Ja, nah dran. Aber, ne, die Titanen, da sind wir doch schon wieder bei meiner Theorie, die ich vor ein paar Folgen mal gesagt habe. Hades und Gaia bekriegen sich jetzt quasi. Lärmbelästigung. Travis Tate. Ich bin verwirrt, Lazy Bashkor. Wer behauptet, dass der alte TT zu Bashkor kodiert, ist ein Lügner. Und du weißt es, der alte Trev hat keinen Bezug zu diesem kommerziellen Mist, nie im Leben. Mann, ich würde eher einen Liter Citarum-Drecksbrühe schlucken, als 30 Sekunden lang Grey Swarm zu hören. Ich schwör's, beim Grab meiner Mutter, und sie war religiös. Nee, das ist kein Bashcore, das ist der durch Hades Labor dröhnt, die Wände wackeln und die Zähne klappern lässt. Das ist Death Metal, Mädchen. Klassische Musik, hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Ich habe außerdem holländischen Deathcore, japanischer Goregrind und irgendein schwedisches Kannibalenzeugs besorgt. Komm vorbei, wenn du mal reinhören willst. Oder stell dich einfach vors Labor. Das ist kein Bashcore, du wirst sehen. Oder eher hören. Am Kreischen, das die Luft zerreißt, am Fühlen, am Wummern des Bodens und der Wände und der Decke, das dich verschluckt, als ob du Jona wärst, der im Schlund eines Gothic-Todeswalds feststeckt. Halleluja! Und die Bitten, es leiser zu stellen? Geht nicht, Lazy. So kodiere ich eben. Mein Death Metal leiser stellen? Da könnte ich ja gleich Aufputschmittel, Schokoshakes und Katastrophenvideos aufgeben. Soweit ich weiß, sollen wir hier unter Hades kodieren. Soll ich wirklich ein Ausrottungsprotokoll ohne Death Metal kodieren? Der hat mich inspiriert. Nee, wohl kaum. Ich mag den Dude. Der hat gerade Sympathiebonis bekommen. Herrlich. Hier ist Tate. Ich habe gerade 3 Pillen eingeworfen. Anscheinend hat er die Diskussion verloren. Ich habe gerade 3 Pillen eingeworfen, aber ich habe es mir verdient. Ich habe endlich die Lösung für Gaias eher extreme Exekutionsgewalt gefunden, Exekutivgewalt gefunden. Wenn das nicht 10 bis 12 Traumstunden wert ist, was dann? Davor ist, ist jedes meiner Usurpationsprotokolle bei der Simulation durchgefallen. Sie waren entweder zu hart oder zu weich. Zu hart. Und sie stufen den Gaia-Kern ab. Klar, sie entziehen ihren bildlichen Händen das bildliche Steuer, damit Hades die Kontrolle übernehmen kann, aber dabei brechen sie ihr auch die Finger. Und manchmal auch ihre Arme. Das ging also nicht. Alles hängt davon ab, dass Gaia wieder die Kontrolle übernehmen kann, wenn Hades seine Arbeit getan hat. Ich muss also eine Lösung finden, die Gaia unbeschadet lässt. Zu weich und Gaia hat nur so getan, als ob sie die Kontrolle aufgibt. Bei allen Simulationen übernahm Hades das Kommando und das Terraforming-System und machte Prozesse rückgängig, nur damit Gaia heimlich im Hintergrund wiederum seine Prozesse rückgängig machte und die Telemetrie verfälschte, um den Eingriff zu vertuschen. Raffiniert. Ich schwöre, es gibt nichts, was Gaia nicht für den Erhalt des Lebens tun würde, auch wenn es nur um simulierte Pflanzen geht. Als genau richtige Lösung hat sich erwiesen, Gaia in einer schützenden Kothülle zu isolieren und so ihre Integrität zu erhalten, sie dann von der Kommandoposition wegzurücken und Hades auf dem bildlichen Chefsessel Platz nehmen zu lassen, damit er loslegen kann. Die Pillen hauen jetzt voll rein. Die Beschreibung ist also nicht besonders klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Ja, die sind ganz schön stark. Ich muss wohl jetzt wohl schlafen. Ich mach morgen weiter. Bis dann. Okay.
roll dich auf den Tisch. Das ist viel zu spannend, um hier aufzuhören gerade. Wir lernen das gesamte Projekt von innen kennen. Andere Menschen hätten das nicht gedurft. Wir dürfen das. Was haben wir hier? Ah, Mensch, von Samina. Archivmissbrauch. Okay. Mr. Tate, diese Nachricht betrifft Apollo. Archiveintrag Nummer ewig lang. Ihre 666. Eingabe in nur 5 Tagen. Und was für ein Prachtexemplar sie ist. Trotz früherer Warnungen hinsichtlich unpassenden Materials haben sie sich entschlossen, 265 holographische Neufassungen von anerkannten Klassikern des extremen Exploitationsfilms einzugeben. Ich möchte Ihnen danken. In doppelter Hinsicht. Erstens dafür, dass Sie mir die Freude gemacht haben, Ihre Eingabe abzulehnen und damit Ihre geliebte osteuropäische Folterstreifen und seinesgleichen in die Vergessenheit zu schicken. Es wärmt mir das Herz zu wissen, dass sich der zukünftigen Menschheit nicht nur eine, sondern alle 16 Fortsetzungen von Wie man einen Hundertfüßler macht, ersparen konnte. Oh nein. Das klingt so nach Human Stampede. Keine Sorge, Pasolinis Werke wurden bereits eingegeben. Extrem vielleicht aber Kunst. Zweitens dafür, dass sie einen Begriff verdeutlicht haben, der für Archive wie mich so lange mehrdeutig und ethisch umstritten war. Die Definition von Obszönität. Sie haben mich aus der subjektiven Zwickmühle befreit. Für die Richter Potters berühmter Satz, ich kenne sie, wenn ich sie sehe, steht. Dank Ihnen kann ich jetzt ein einziges objektives Kriterium anwenden. Wenn Travis Tate es eingerichtet hat, ist es obszön. Dementsprechend habe ich alle Apollo-Mitarbeiter angewiesen, ihre zukünftigen Einreichungen umgehend abzulehnen. Vielleicht können Sie die Zeit, die Sie ansonsten für diese Einreichung verwendet hätten, anders nutzen. Eventuell sogar für die Ihnen zugewiesene Arbeit. Schließlich wollen wir eine Welt retten. Zumindest einige von uns. Kein Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie von ihr. Das wäre eigentlich von der Dame, glaube ich, einsichtiger gewesen. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Der Weg sieht mir aber ziemlich komisch aus. Oh, da oben liegen Leichen. Perfekt. Was haben wir denn hier? Was auch immer wir hier haben, wir haben jetzt erstmal eine Pause verdient. Wir sind ja schon wieder seit 45 Minuten dabei. Also, bis zum nächsten Mal und so weiter. Oh, das ist so spannend hier alles.